Hi. Hey, was geht ab von des Internets? Ich bin Cedar Slack mit einem neuen Video zu GTA 6 Leaks, Leute. Ja, richtig. Heute gibt's GTA 6 Leaks, aber Leute, heute gibt's nur drei kleine Fotos. Und die Sache ist, früher hätte ich auch noch gesagt, Leute, ja, hier diese Leaks sind auf jeden Fall echt, da könnt ihr euch freuen, ne? Früher alles für die Klicks. Heute muss ich euch sagen, die Leaks sind mit Vorsicht zu genießen. Eigentlich muss man sogar sagen, die Leaks sind wahrscheinlich gefaked. Warum? Das werde ich euch in diesem Video auch zeigen. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass eines dieser drei Fotos echt ist. Aber ich sag euch so viel, eure Erwartungen sollten... Ist das Teeglas kaputt? Nee, ist nur ein Fleck. Na, ich wasche ja auch hier nie irgendwas. Aber Leute, ich möchte euch einfach nur sagen, wahrscheinlich sind diese Bilder fake, aber es ist trotzdem ziemlich interessant, sich die mal anzugucken. Deswegen würde ich sagen, bleibt dran. Als erstes haben wir hier ein Foto von einem Auto, was im Regen steht. Und ihr seht schon, die Fotos sind allesamt ziemlich schlecht gemacht. Also schlechte Winkel sind irgendwie dunkel von einem Bildschirm fotografiert worden. Einige Fotos sind schief und so weiter. Und generell die Belichtung ist ziemlich scheiße. Aber hier seht ihr erstmal das Foto und man sieht da ein Auto bei Nacht. Aber weil ihr ja, mein YouTube-Kanal verfolgt und nicht andere GTA-YouTube-Kanäle. Da ist ja ein kleiner Unterschied. Ich habe mir natürlich Mühe gegeben und habe dieses Foto noch mal ein bisschen bearbeitet. Das seht ihr nämlich mal jetzt. Da habe ich einfach mal ein bisschen den Winkel angepasst, habe noch ein bisschen mit der Helligkeit rumgespielt, habe die eine Seite des Bildes heller gemacht, die andere dunkler und so weiter und so fort. Es ist eine alte Limousine aus Amerika. Es ist auf jeden Fall ein amerikanisches Fahrzeug. Da hinten steht drauf Emergency 911. Also das ist ein Polizeiauto und 911 ist die amerikanische 110 so gesehen. Also wissen wir auf jeden Fall, ein Polizeiauto, was im Regen steht, und das sieht mit dem Regen schon ziemlich, ziemlich krass aus. Also der Regen ist auch wirklich extrem. Es ist ein ziemlich starker Regenfall und vorne sehen wir irgendwas Lilanes. Wir sehen da nicht genaueres, können wir nicht sehen. Ich habe es mit Photoshop versucht. Man kann wirklich überhaupt nicht sehen. Es ist einfach nur sehr hell. Wahrscheinlich steht er vielleicht vor einem Nachtclub oder in der Stadt oder irgendein anderes Auto leuchtet dieses Polizeiauto an. Wissen wir nicht genau. Oben auf dem Dach sehen wir dann auch noch wahrscheinlich das Blaulicht. Was man noch sagen kann zu den Felgen, meiner Meinung nach sehen die ziemlich aus wie Tuner-Felgen aus GTA 5. Es gibt ja die Lowrider-Auswahlmöglichkeit und da gibt es auch diese silbernen Felgen und ich finde, das sieht schon ziemlich ähnlich danach aus. Beziehungsweise, ich finde, die Felgen sehen nicht nach standardmäßigen Autofelgen aus. Das nächste Foto, was wir haben, ist noch ein bisschen interessanter. Nicht so interessant wie das dritte Foto. Über das dritte kann man am meisten erzählen, aber hier das zweite haben wir gerade, zeige ich euch gerade auch das Original. Das ist wohl in einem Nachtclub und wir sehen einen Mann mit einer Brille und einem Bart. Ich zeige euch jetzt aber nochmal die Version, die ich gemacht habe. Nochmal ein bisschen Winkel angepasst, bla bla bla. Wir sehen halt, wie gesagt, diese Person hat eine Brille und steht wahrscheinlich in einem Nachtclub oder irgendwo, wo es Neonlichter gibt, weil solche Lichter, also sowas Lilanes, Blaues, Grünes, sieht man sonst eigentlich nicht im Alltag. Deswegen glaube ich, das ist in einem Club. Wir haben noch Beschriftung. Wir fangen mal unten links an. Da steht nämlich Night-Dome-T9. Auf der rechten Ecke steht dann unten Hotel-M und ganz oben rechts steht 16.01.34. Könnte natürlich sein, dass das die Uhrzeit ist, dass es 16.01 und 34 Sekunden ist, weiß man jetzt aber natürlich auch nicht. Und was es dann unten links und unten rechts mit diesen Beschriftungen außerdem noch auf sich hat, können wir natürlich auch nur vermuten, es hat wohl irgendwas mit einer Nacht zu tun und vielleicht einem Hotel. Die Sache ist aber, was meiner Meinung nach dafür spricht, dass das Ganze gefaked ist, einfach wieder, dass man einfach, dieser Leaker, sich überlegt hat, hey, ich schreibe einfach mal unten irgendwas drauf, damit es einfach ein bisschen professioneller aussieht. Weil ihr wisst ja, es gibt zu Spielen dann auch immer Betas oder Alpha-Versionen, die man auch spielen kann, aber in diesen Versionen würde niemals unten rechts und unten links dieser Text stehen. Also das würde im Spiel gar nicht auftauchen. Wenn das ja fotografiert worden ist, dann würde da eigentlich nicht dieser Text stehen. Das heißt, meine Theorie ist, dass der, der das Ganze gefaked hat, sich einfach dachte, hey, ich schreibe einfach nochmal so ein paar komische Programmiererbegriffe auf oder sowas, mache ein bisschen was mit Unterstrich, mache so ein bisschen Sprache, die nicht jeder versteht. Und dann denken sich die normalen Leute so, ja, weiß nicht, muss ja irgendwas Professionelles sein. Würde ja auch irgendwie Sinn machen. Aber sonst ist das Foto halt auch relativ uninteressant. Ich finde, der Typ sieht ein bisschen aus wie Trevor, könnte aber auch jede andere Person sein. Man sieht ihn halt nur von hinten, hat halt schwarze Haare und ein ganz bisschen Bartansatz. Aber kann man, wie gesagt, echt nichts zu sagen. Aber zum dritten Foto, da kann man eine Menge zu sagen. Und zu dem dritten Foto kann man auch definitiv sagen, warum diese Leaks höchstwahrscheinlich gefaked sind, weil es gibt da viele Unstimmigkeiten. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Ja, hier sehen wir jetzt das dritte Foto, auf jeden Fall das krasseste Foto, wo man sagen kann, okay,
okay, das sieht schon interessant aus. Ist es vielleicht wirklich GTA 6? Ist das der Flughafen, wo wir landen? Was soll das sein? Wir schauen uns einfach mal das Foto an. Ich zeige es euch wieder mal in meiner bearbeiteten Version, weil man da ein bisschen mehr sieht. Das Erste, was auf jeden Fall ins Auge springt, sind diese vielen Farben und rechts dieser orangene Farbstich in dem Foto. Da weiß man nicht, was das sein soll. Ist es vielleicht ein Sonnenuntergang oder ist es einfach nur irgendeine Reflexion, als dieser vermeintliche Leaker den Bildschirm fotografiert hat? Aber was auf jeden Fall ins Auge fällt, ist, dass es Nacht ist und dass man krasse Wolken im Hintergrund hat. Könnte sein, dass sie von einem Gewitter kommen, von einem Regenschauer oder so. Kommen wir aber mal zur ersten Unstimmigkeit. Das ist nämlich unten links die Minimap. Die sieht hier auf den ersten Blick ziemlich realistisch aus. Gut, sie ist rund, komme ich später nochmal zu, aber man sieht auch von dem Flugzeug, weil man sitzt ja gerade in diesem FlyOS-Flugzeug, man sieht dieses Höhenmeter, dieser Neigungswinkel. Wir sehen dann auch oben die Nordmarkierung, wo Norden ist. Das ist ja alles in den GTA-Spielen immer drin. Und jetzt die erste interessante Sache. Wir sehen das Red Dead Redemption-typische Minimap hat. Also es ist halt rund. Okay, das ist jetzt nicht typisch für Red Dead Redemption, aber oben über der Minimap sehen wir diese zwei kleinen Kreise. Da ist einmal eine Weltkugel drin, was vielleicht für RP steht. Ihr wisst ja, in GTA Online hat man ja auch Job-RPs oder generell sein Level. Das wird ja auch so dargestellt mit dieser komischen Weltkugel. Und rechts daneben haben wir diesen Blitz mit diesen Kreisen jeweils drum. Und wenn ihr Red Dead Redemption gespielt habt, wisst ihr, es gibt genau diese Anzeigen. Dann haben wir unten an der Minimap noch links und rechts jeweils eine rote und eine blaue Anzeige. Das kann einfach für Leben und für Panzerung stehen. Hat man ja in GTA 5 auch so gehabt. Aber was ist denn jetzt so interessant daran? Erstmal ist es so, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, es gab mal zu GTA 5 diesen Beta-Screenshot. Das ist ein paar Jahre danach aufgetaucht. Das habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Wenn ich es finde, blende ich es euch ein. Und da sehen wir halt unten links die Minimap. Die sieht genauso aus wie in GTA 4. Denn ihr müsst euch vorstellen, wenn jetzt damals GTA 4 rauskam, 2008, hat man ja GTA 5 entwickelt. Und bis das Spiel fertig war, hatte man auch natürlich Alpha- und Beta-Version und die musste man irgendwo spielen und die hat man dann einfach in der Engine von GTA 4 gespielt und hat dann auch einfach die Minimap aus GTA 4 genommen, weil die war ja schon da und man konnte es einfach wiedergeben. In den finalen Schritten wurde dann erst das Spiel richtig auf die neue Engine gebracht und auch mit einer neuen Minimap und sowas, aber bei der Entwicklung hat man einfach die Minimap von dem alten Spiel genommen, beziehungsweise von dem neuesten Spiel, was man zu dem Zeitpunkt hatte. Das war halt bei GTA 5, GTA 4. Und jetzt soll das ja hier GTA 6 darstellen und mittlerweile ist ja GTA 4 draußen, GTA 5 ist draußen und Red Dead Redemption 2 ist draußen. Das heißt, das neueste Spiel von Rockstar Games ist Red Dead Redemption 2. Wenn man jetzt also GTA 6 entwickeln möchte, würde man die neueste Engine nehmen und die würde halt aus Red Dead Redemption 2 kommen. Dann würde man also auf dieser Engine das alles aufbauen zum Testen und auch von dieser Engine die Minimap nehmen. Und deswegen würde Sinn machen, dass wir hier eine runde Minimap haben mit diesen Red Dead Redemption typischen Kreisen. Also falls euch jetzt fragt, wieso ist denn die GTA 6 Map nicht eckig. Aber jetzt kommen wir auch schon zum ersten Punkt, der sich beißt. Denn wenn wir uns die Minimap selber angucken, also die Map, die da wirklich dargestellt wird, da fällt erstmal auf, das sieht verdammt so aus wie in GTA 5. Es ist dieses grau-schwarze, dieser grau-schwarze Kontrast, den wir auch in GTA 5 aktuell auf der PS4, PC und dem Xbox, auf der Xbox One sehen können. Das ist erstmal vielleicht ja, okay, kann sein, kann aber auch nicht sein. Was dann aber noch auffällt, ist, wir sehen ja, das Flugzeug steht auf einer Startbahn, auf einer Landebahn. Wir sehen das Flugzeug im Kontrast mit der Landebahn, die ist halt ungefähr so breit. Das Flugzeug ist so breit. Also das ist ein relativ, ja, normale Proportion, aber wenn wir dann auf die Minimap gucken, ist unser Punkt so groß und die Startbahn ist einfach so riesengroß. Ihr müsst sagen, wenn ihr euch diese Karte anguckt unten links, die Startbahn ist einfach viel zu überdimensional dargestellt auf der Minimap. Das heißt, das macht erstmal keinen Sinn. Gut, sagt der eine oder andere, ist vielleicht einfach so. Keine Ahnung. Hat man vielleicht falsch gezoomt oder sowas, ist jetzt ja noch nicht direkt der Beweis, dass es gefaked ist. Aber jetzt kommt der Punkt, worum man sagen muss, dass auf jeden Fall eine Sache in dem Bild gefaked ist. Denn wenn wir uns die Minimap angucken, dann sehen wir diese ganz große Startbahn, die nach vorne führt. Und dann sehen wir links davon parallel sowas abstreifen und rechts davon parallel auch sowas abstreifen. Ihr seht das ja, hier ist die dicke Startbahn, links, rechts. So, wenn wir uns jetzt aber das Foto angucken, dann sehen wir diese große Startbahn, die hier ist. Dann sehen wir aber rechts eine gerade Abbiegung und links auch eine gerade Abbiegung. Das heißt, die Karte, die man unten links sieht, passt nicht auf das Foto. Das heißt, die Minimap ist auf jeden Fall gefaked. Das ist natürlich schon mal eine schlechte Voraussetzung, weil selbst in der Beta-Version würde die Minimap auf die normale Welt passen. Wenn wir uns dann den Hintergrund von dem Flughafen angucken, dann sehen wir zum Beispiel am Ende der Landebahn oder Startbahn auf einmal links daneben Laternen sehen. Und wenn wir uns dieses Riesenflugzeug angucken, wie es nach da hinten fliegen würde, dann würde das Flugzeug mit den Flügeln die Laterne umreißen. Das macht also auch keinen Sinn.
dass man in der Entwicklung da Laternen hinbaut. Was jetzt aber wieder ein viel größerer Punkt ist, ist die Werbung, die wir im Hintergrund sehen. Wir sehen ja einmal die klassische FlyUS-Werbung, das kennt jeder, davon ist ja auch das Flugzeug. Links daneben ist noch eine Fluggesellschaft, da habe ich jetzt nicht den Namen recherchiert, ist nämlich ja nichts Wichtiges. Und da links daneben, dieses Orangene mit den roten Streifen und dem weißen Kreis drum, das ist die Adios Airline. Die Adios Airline, die gab es auch schon in GTA 5 und generell gehört die halt zu dem GTA-Universum. Das Problem ist nur, schaut euch mal das Logo in diesem Screenshot an und jetzt blende ich euch mal das Logo von der wirklichen Adios Airline ein. Was fällt auf? Der Idiot hat einfach das Logo falsch rum an die Wand gebaut. Und das macht ja keinen Sinn. Rockstar Games wird ja niemals ein Logo falsch rum an Flughafen dran bauen. Das macht also wirklich einfach keinen Sinn. Hier hat man dann schon den dritten Punkt, wo man sagt, das passt nicht. Erst hat man die Minimap, dann hat man hinten die Laterne auf der Startbahn und dann hat man die falsch rumgedrehte Werbung. Das ist schon ziemlich, ziemlich komisch. Und jetzt kommt der vierte, finale Punkt, warum man sagen kann, hier handelt es sich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit um einen ja, schlecht gemachten Fake, beziehungsweise um einen gut gemachten Fake. Aber in den Details hat er dann einfach verkackt, denn das ist oben links diese kleinen Texteinblendung. Da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Was sehen wir denn, was steht denn da? Was macht ihr da? Was tut ihr da? Da steht einmal zum Beispiel FX Lightning on. Also das sind dann solche ja, Developer-Einstellungen, was für ein Licht man einstellt. Kann, wie weit die Renderweite. Sag mal, ist ja der anders unterwegs, oder? Aber was jetzt der Punkt ist, wo es wieder keinen Sinn macht, das ist die FPS-Anzahl. Wenn wir die uns einfach mal anschauen, dann sehen wir mal die minimale FPS-Anzahl, die hier in dem Spiel erreicht wurde, sind 84, das Minimum. Wenn ihr bedenkt, so eine normale PlayStation kriegt 60 FPS hin, dann ist das schon ziemlich krasser Wert, dass das Minimum in diesem Screenshot 84 FPS war. Das sind ja nochmal 24 Frames per Second mehr. Dann sehen wir uns mal das Maximum an, das sind 121 Frames per Second, das ist schon ziemlich gut. Und der Average, also der Durchschnitt, der hier im Spiel erzielt wurde, sind 96 FPS. Das ist der Durchschnitt. Und aktuell sehen wir das in grün, gibt es 102 FPS. Vielleicht sagt ihr euch jetzt so, ja, das ist einfach ein guter PC, auf dem das Spiel programmiert wird. Oder das ist vielleicht die PS5, auf der das Spiel getestet wird. Kann ja sein, dass sie so viel Grafikleistung hat. Kann ja wirklich sein. Also das ist jetzt nicht der Punkt, dass GTA 6 niemals so viel Frames per Second haben kann. Aber das Ding ist ja, wir schauen uns ja hier einen Beta-Screenshot an. Spiele werden ja immer erst in der Alpha bzw. in der Beta getestet und eine Beta-Fassung bzw. einfach nur eine Programmierer-Fassung, die man zum Testen nimmt, läuft super instabil. Die Texturen sind scheiße, das Spiel ist einfach noch nicht finalisiert, es ist halt einfach nur eine Version zum Testen, weil im allerletzten Schritt, wo so ein Spiel rauskommt, also fast vom Release, erst da wird das Spiel ja wirklich finalisiert und einfach optimiert, erst da werden die Texturen angepasst, erst da wird das ganze Spiel zusammengefügt, bis dahin sind ganz viele kleine Einzelteile und man spielt einfach nur kleine Einzelteile und in dieser Fassung einfach, in der Beta-Fassung, ist es unmöglich, so viele Frames per Second zu haben. Normalerweise spielst du so eine Testversion als Developer auf 20, 30 FPS und dann läuft es auch super instabil. Vielleicht, wenn du Glück hast, 40 FPS. Aber ein Average, ein Durchschnitt von 96 FPS, das ist einfach unmöglich. Also niemals würde man in einer Testversion so viele Frames per Second haben und deswegen muss ich leider sagen, diese Screenshots sind höchstwahrscheinlich gefaked. Es gibt einfach viel zu viele Unstimmigkeiten, wie gesagt, die Frames per Second, das Logo, die Minimap, die komisch aufgebaute Karte und alles in allem sieht das auch ziemlich wie der Flughafen aus GTA 4 aus oder generell sieht dieser Screenshot irgendwie aus wie GTA 4 oder GTA 5 mit ein paar Grafikmods und sowas. Deswegen muss ich leider sagen, diese Leaks sind höchstwahrscheinlich gefaked. Aber ich finde, keine Ahnung, aber solche Leaks zu spekulieren, zu berichten, ist immer ziemlich lustig und deswegen wollte ich es euch einfach nicht vorenthalten und trotzdem zeigen. Ja gut, aber das war es jetzt hier auch mit einem Screenshot. Wie gesagt, es gab die drei Screenshots. Wenn ich irgendwas vergessen habe, wenn euch noch was aufgefallen ist, wenn euch irgendwo ein Punkt aufgefallen ist, wo ihr sagt, yo, das macht auch noch keinen Sinn, das hast du vergessen, im Video anzusprechen, dann schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ich lese mir das alles durch und bin echt gespannt, was da eure Meinungen sind. Und jetzt würde ich sagen, teilt das Video gerne mit euren Freunden und Kollegen und bis wir uns wiedersehen. Wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und ciao.